Nächster Redner ist Lukas Mandl von der ÖVP. Er ist EU-Abgeordneter und der letzte Abgeordnete aus Straßburg, der heute hier in dieser Aktuellen Europastunde auftritt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen im österreichischen Nationalrat, liebe Regierungsmitglieder, obwohl mich die Rede vom Kollegen Hoyos ein bisschen peinlich berührt hat, worauf noch einzugehen sein wird, möchte ich zunächst den Antragstellern für diese Europastunde Respekt zollen für das sehr, sehr wichtige, aktuelle und dringende Thema für ein Europa mit mehr Entscheidungs-, Zukunfts- und vor allem Verteidigungsfähigkeit einzutreten. So heißt nämlich das Thema dieser Europastunde und das, was da steht, mehr Verteidigungs-, Zukunfts- und Entscheidungsfähigkeit, das ist ja etwas, wofür wir alle im Namen der Österreicherinnen und Österreicher eintreten dürfen und sollten. Es ist auch etwas Besonderes für einen, der im Europaparlament Österreich vertreten darf, sich mit den Kolleginnen und Kollegen hier im österreichischen Nationalrat austauschen zu dürfen. Und ich danke für die Möglichkeit. Ich habe auch aufmerksam zugehört, was die Kolleginnen und Kollegen zu diesem breiten, aber wichtigen Themenfeld geteilt haben. Ich möchte betonen, wir brauchen ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen. Ja, Kollegin Bettina Rausch hat das heute schon betont und es gehört immer wieder betont, weil es hilft uns in der Orientierung mitzuwirken daran, dass Europa diese Zukunftsentscheidungs- und Verteidigungsfähigkeit entwickelt, weil das für Österreich und für die Österreicherinnen und Österreicher wichtig sein wird. Wir haben, wenn es um Verteidigungsfähigkeit geht, seit einem guten Jahr den neuen strategischen Kompass der Europäischen Union. Das ist gewissermaßen die Verteidigungsdoktrin, die Sicherheitsstrategie der EU. Und die macht schon deutlich, was es bedeutet, unabhängig zu werden von Einflüssen aus anderen Teilen der Welt. Weil was Europa stark gemacht hat, das ist Kooperation nach innen. Was Europa leben muss nach außen, das ist Kooperation, so gut es geht. Aber Europa findet sich in der geopolitischen Lage wieder in einem Feld der Konfrontation. Viele Akteure suchen die Konfrontation und dagegen müssen wir uns wappnen. Nicht nur durch militärische Fähigkeiten, sondern auch durch strategische Autonomie, wie der strategische Kompass das sagt. Und da ist es völlig richtig und ich bin dankbar dafür und es weist Österreich auch als starken europäischen Akteur aus, dass Bundeskanzler Karl Nehammer die Erarbeitung einer neuen Sicherheitsstrategie für Österreich beauftragt hat. Weil es ist jetzt die Zeit, uns vorzubereiten auf die kommenden Jahrzehnte, ja vielleicht auf dieses Jahrhundert einer Konfrontation mit erstarkenden Akteuren wie China, mit erstarkenden Akteuren wie Indien. Viele Rednerinnen und Redner haben das heute auch gesagt. Und hier Europa in der demografischen Entwicklung mit einem nicht nur Fachkräftemangel mehr, sondern einem Arbeitskräftemangel stark zu halten, das heißt unsere Freiheit zu erhalten, unsere Zivilisation letztlich zu erhalten, gegen ganz andere Modelle, gegen diese Versuche der Konfrontation. Das bedarf einer gemeinsamen Anstrengung, an der Österreich, glaube ich, geschlossen, auch aus diesem österreichischen Nationalrat, teilnehmen kann. Nein, diese Geschlossenheit gibt es nicht zu 100%. Das ist durchaus auch auf europäischer Ebene aufgefallen, auch hier im Nationalrat, als der Präsident der sich selbst verteidigenden Ukraine, die das aber tut, für uns alle gesprochen hat, als der Nationalrat nicht vollständig besetzt war. Aber dann hier hören zu müssen, als Angehörige der österreichischen Volkspartei, das, was uns der Kollege Hoyos da unterstellt hat, das spricht schon Bände. Weil ich kann sogar von mir selbst sagen, dass ich der Erste war, der 2014 vor bald 10 Jahren anlässlich des Angriffskriegs Russlands auf die Krim im niederösterreichischen Landtag FPÖ richtig abgekürzt hat im geopolitischen Kontext, nämlich mit Freunde Putins in Österreich. Und das hat die FPÖ konsequent so durchgehalten und wir sehen, wohin das geführt hat. Und uns so etwas vorzuwerfen, Kollege Hoyos, das ist weit jenseits dessen, was wir brauchen für die neue Sicherheitsstrategie Österreichs, für die Umsetzung des strategischen Kompass Europas, für die Einbindung auch jener Teile Europas, die in der European Political Community vertreten sind. 43 Staaten, in Summe nur die Freiheitsbewegung von Belarus fehlt noch, auch die gehört involviert und die parlamentarische Dimension fehlt. So müssen wir zusammenhalten, so müssen wir miteinander agieren. Dann sind nicht nur die Zivilisation Europas, sondern auch die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher gesichert. Das war Lukas Mandl, EU-Abgeordneter der ÖVP.